Moin, moin, heute machen wir mal was anderes. Wollt ihr das lieber so mit der Hand schneiden oder lieber mit einer Brotschneidemaschine? Ich habe mir vor 5 Jahren eine Brotschneidemaschine gekauft von Graf bei Manufaktur und ich wollte einfach mit einer Grobel was haben, weil ich Strom sparen und Mechanik interessiert mich halt so. Millimeteranzeige. Rädel zum Drehen, man sieht, dass der Schieber halt zum Messer hingeht. Ich mache das aber ohne Anzeige, wegen ja, das, was man gerade haben will. Stufenlos, perfekt. Nur die Maschine ist Edelstahl. Ich glaube, der Schlitten ist aus Alu. Saugknüppe halten halbwegs. Manchmal hat man einen größeren Kraftaufwand, dann schiebt es langsam. Aber ich glaube, das kommt auch auf den Untergrund drauf an, wo die genoppt sind, also die Gumminoppen. Genau. Nur Unterseite toll gearbeitet, finde ich zumindest. Also ich bin sehr zufrieden, weil 5 Jahre sagt schon was aus. Das habe ich noch nie, wie sagt man, noch nie geschliffen oder schleifen lassen. Weiß ich auch nicht, wann man das machen muss. Bis jetzt schneidet sie nur 1A. So, die Hardwurst selber gemachte von meinem Bruder. Genau, kann man, das ist jetzt glaube ich 1 mm. Das ist genau die richtige Stärke für mich, manchmal auch kräftiger. Brot, ja, das frisches Brot, das geht dann, vollkommen ausreichend, also für, wie sagt man, und es hat, macht auch so eine Kraft. Später Mahlzeit. Danke.